Ja, heute bei mir hier im Wildstark Otto Fricke, langjähriger Haushaltspolitiker der FDP. Ja, Otto, wann bist du denn das letzte Mal geflogen? Das letzte Mal geflogen bin ich vor, ich glaube, jetzt 3 Monaten. Das war kurz, ich glaube, zum Zeitpunkt, wo BER aufmachte. Ich liebe es zu fliegen und ich hasse es auf der anderen Seite, wenn ich fliege, dass ich dann nicht rausgucken kann. Ja, das hat ja mit dem Fliegen ziemlich viel gemacht jetzt hier, diese Pandemie. Der Passagierflugverkehr ist ja zusammengeschnurrt. Wir haben jetzt nach Frankfurt 3 Verbindungen am Tag, noch früher waren es 10. Ist das gut so? Weil manche sagen das ja, prima, endlich weniger Umweltbelastung. Nein, ich könnte jetzt als Liberaler den Klassiker machen, Fliegen ist verkörperte Freiheit und ist das Sinnbild von Freiheit, weil wo bist du Freiheit, wenn du fliegst? Aber es ist ja noch was anderes, es ist ja auch die Frage, wie wir schnell zueinander kommen. Die Frage der Nachhaltigkeit, ja. Das ist aber dann die Frage, dass wir gucken müssen, wie können wir noch effizienter werden, wie können wir noch besser werden. Die Treibstoffdiskussion kommt dazu. Und hilft denn da die Politik? Was gibt es da für eine Unterstützung, dass wir in eine neue Zeit des Fliegens kommen? Du hast es gesagt, im Moment wird kaum geflogen. Die Lufthansa hat jetzt einen über 6 Milliarden Defizit eingefahren. Aber gleichzeitig hat der Staat gesagt, wir brauchen diese Fluggesellschaft und hat sie entsprechend auch, das muss man klar sagen, subventioniert unterstützt. Ich sitze selber in dem Gremium, dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Gremium, wie es schön lang hält. Und wie ist das da mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, um mal im Bild zu bleiben? Kommt ihr dann ins Cockpit und sagt, Piloten, jetzt geh mal zur Seite, ich zeige euch mal, wie man diese Firma führt? Nein, das wäre das Allerschlimmste. Also ich glaube, was sie machen können, Politiker, ist zu analysieren, was sind die Voraussetzungen dafür, dass ich ein Unternehmen unterstütze, das eine Zukunftsaussicht hat. Und da müssen wir im Moment aufpassen, dass ich nicht, viele nennen das immer Zombies, also lebende Tote, Unternehmen finanziere, die nach der Krise auch keine Chance haben. Aber wir brauchen die Unternehmen. Also man stellt sich vor, der Standort Deutschland, der globalisierte Standort Deutschland hat keine eigene Fluggesellschaft. Na, viel Spaß bei der Frage, wenn dann wo welche Flugverbindungen kommen. Also auch Flugreisen ohne schlechtes Gewissen, auch Urlaubsreisen ohne schlechtes Gewissen, muss man nicht dann zu irgendjemandem gehen und sagen, also eine hatte ich schon dieses Jahr, darf ich ja noch eine zweite haben? Erste Sache ist, das muss ich für mich selber immer überlegen, was will ich? Wie verstehe ich mein Leben? Wie verstehe ich meine eigene Art von Nachhaltigkeit? Und zweitens kann ich da immer noch gucken, was ich machen muss. Aber die Frage eines Urlaubs, da sage ich ganz klar, das ist auch ein Recht, das ich in der Selbstverwirklichung habe. Fliegen bedeutet auch schnelle Versorgung mit dem, was notwendig ist. Dann brauche ich schnell, was weiß ich, das Spezialventil XY. Das kriege ich nicht mit dem Schiff. Bis dahin den Betrieb stillstehen zu lassen, das kann nicht funktionieren. Da brauche ich Flugzeug. Und übrigens auch die deutschen Ingenieure, die deutschen Facharbeiter, die das dann wieder installieren und sozusagen wieder in Lauf bringen. Und auch das ist für den Standort Deutschland etwas, was man in puncto Luftfahrt überhaupt nicht unterschätzen darf. Weder bei Fracht noch bei Personen. Spielt Luftfahrt auch für Krefeld-Neuss eine Rolle? Für uns ist der Flughafen Düsseldorf ganz, ganz wichtig, strahlt auch inzwischen aus, sehr, sehr stark bei Arbeitsplätzen und auch bei Leuten, das darf man auch sagen, die gutes Geld am und um den Flughafen verdienen und in Krefeld wohnen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.